Willkommen zu einem neuen Vlog und ja, ich bin immer noch heftigst am Arbeiten, habt ihr ja gestern Abend so teilweise mitgekriegt. Ich bin jetzt gerade dabei, die Printversion des Logos final fertig zu machen, damit das alles heute noch in den Druck gehen kann, also zumindest für die Visitenkarten, weil die brauche ich ja jetzt ganz dringend neu. Und ja, ansonsten mit draußen ist heute nicht so viel. Es sieht zwar schön herbstlich aus, aber ist richtig schön nass. Und da ich ja jetzt schon eine Erkältung habe, möchte ich die noch nicht verstimmen. Wenn ich nicht raus muss, werde ich heute wohl auch nicht rausgehen. So, dann werde ich jetzt hier mal weitermachen und sage bis gleich. So, ihr habt gerade das Logo gesehen auf meinem Bildschirm. Das ist das Logo, was ich gerade entworfen habe. Das ist eigentlich nur für die Printmedien gedacht. Deswegen ist das so riesig. Aber da braucht man natürlich auch eine Auflösung von mindestens 300 dpi. Und deswegen, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich bin mir natürlich noch nicht so sicher, das habe ich gestern schon erzählt, ob ich diesen unteren Schriftzug lassen soll oder nicht. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich lasse ihn erstmal. Und dann vielleicht in einem Jahr wird dieser Schriftzug langsam verschwinden, bis das in den Köpfen der Leute angekommen ist. Dann muss ich jetzt auch nicht mehr dazu schreiben. Ja. Und was jetzt noch eigentlich ist, ihr seht es, ich räumen hier jetzt gerade auf. Also, unser Schreibtisch ist leer geräumt. Hat zwei Gründe. Erstens will ich hier auf dem Schreibtisch mal meinen Workflow mal wieder optimieren. Ich weiß, das mache ich sehr oft. Und zweitens, wenn ich Glück habe und er funktioniert noch, ich habe vorhin mit meinem Vater telefoniert, bekomme ich morgen Abend meinen alten Amiga. Quasi der Computer, womit alles angefangen hat. Und dann stelle ich den euch auch mal ganz kurz vor. Muss man natürlich auch wieder ein bisschen reindenken, nach so vielen Jahren. Ich hoffe, er funktioniert noch, damit ich euch das wirklich mal zeigen kann. Also es war damals ein richtiges Abenteuer. Das können sich viele von euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Wie toll das war, man schiebt eine Diskette rein und kann damit arbeiten. Ähnlich wie die frühen Windows-Computer hatte der auch schon einen Desktop. Ja? Aber wenn er funktioniert, dann zeige ich euch das mal ganz in Ruhe. So, ich mache jetzt meinen Schreibtisch fertig und schicke meine Bestellung ab. So, ihr Lieben. Jetzt bin ich endlich durch. Also ich zeige es euch mal. So sieht es jetzt hier aus. Sehr schön. Wie ich finde, ein bisschen mehr Licht auf der einen Seite, ein bisschen weniger auf der anderen Seite. Passt. Ja, ich mache jetzt für heute Schluss, weil ich komme einfach mit der Arbeit nicht hinterher. Nächste Woche gibt es wieder die Vlogs ganz normal und dann auch hoffentlich ein bisschen spannender. Da sehne ich mich ja wirklich nach, also dass das hier wieder so ein bisschen spannender ist mit Umgebung, so wie ihr das eigentlich von Anfang an von mir kennt. Ich werde gucken, was ich machen lässt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche und